So. Warte, mach mal ein Schieberegister. Also ich werde es brauchen für zum Multiplizieren, weil das relativ einfach ist. Und mit einem schnellen Takt geht sich auch schnell multiplizieren von 8-Bit-Zahlen. Weil einmal nach links verschieben muss man ja, und dann addieren, kennt man ja vielleicht vom binär multiplizieren. Ich glaube, ich muss ich jetzt nicht erklären. Dann bauen wir mal eine kleine Schaltung. So. Mal oben ist der Dateneingang, unten ist die Clock. Mal ein Ausgang. Oben parallel einlesen und da unten löschen. Das erste Mal brauchen wir ein Taktflankengesteuertes, weil sonst funktioniert es nicht. Und ich baue alles nur mit NOR-Gattern auf und mit Invertern, weil das, ja, dann kann man sehr viele Gatter kürzen und dann braucht man nur weniger ICs. So, schon der Inverter. Das jetzt gerade baue ich die Taktflanke. Positiv natürlich. Invertieren. Da braucht man auch noch einen Inverter. Nur Gatter zu mir. Anschließen das hier. Das da ist eben die Taktflanke. Und das funktioniert schönerweise auch mit Logisim. Da braucht er so lange zum Invertieren. Da eben einmal. Das ist einen ganz kurzen Einsatz. Eben nur, wenn man von 0 auf 1 schaltet. Und wenn das Wetter. Naja, das ist einfach. Man braucht es einfach so. Man, genug Erklärung, denke ich. Seite parallel zum Einlesen. Das ist ein bisschen komisch da. Dann machst du Süden. Und den machen wir Norden. Norgatir. Ihr könnt es auch mit NAND machen, aber hat sich gleich. Mit NAND-Gattern kann man halt einfacher einen Und-Gatter bauen. Aber ist wurscht. So, dann brauchen wir noch einen RS Flipflop mit NOR Captain. So, was muss man noch invertieren hier? Oh, so. Oh, man kann ja schön aufpassen. Auf, so. Daher und einmal okay, was ist dann offenbare Oszillation? Sicher nicht. So, schauen wir mal. Dateneingang macht nichts. Clockeingang setzt auf 0. Parallel einlesen, löschen, passt ausgezeichnet. Naja, haben wir mal einen D-Flip-Flop, schon modifiziert natürlich für uns. Dann bauen wir hier mal welche her. Hier dieses D-Flip-Flop habe ich eben gebaut, wenn man darf. Umbenannt, heißt eben die Schaltung so. Und dann Rechtsklick Schaltung hinzufügen. Da muss man einen Namen eingeben. So. Die Glocke ziehen wir mal runter. Okay. Hm.
Von Fidschi Register auch von mir aus. So. Haben wir noch eine extra Funktion mit Löschen? Muss man jetzt nicht, aber ich finde sie ja relativ praktisch, weil sonst müsste man ja zu Ende schieben. Das dauert maximal bei dem jetzt 5 Taktsignale, wenn man so will. So. Süden. Kopieren. An. Bitte vielmals um Entschuldigung. Genau. Letzten noch hier. Nur raufziehen. Jetzt runter hier. So. Eben jetzt in die zum parallelen Einlesen der Bits. Also da tun wir alle löschen, irgendwas. Takt passt auch. Und eben 1 am Ausgang. Erster Takt, ganz kurz. Erster Takt passt, tun wir aus. So ist gehört. Jetzt nur noch der letzte. Und aus, genau. Dann was man dann eben noch braucht zum Multiplizieren, ist der Überlauf. Also, dass eben das Ganze wieder von vorne anfängt zu schieben. Kleines Unkarton. So. System löschen, Dateneingang und das da ist, wie nennen wir das? Carry von mir aus. So, passt. Etwas unübersichtlich, aber jetzt lesen wir es mal parallel an. Wenn wir 10, genau, dann tun wir Carry. Jetzt tun wir eben 10 mit 2 multiplizieren, das heißt, wir müssen es circa, glaube ich, 4 mal schieben, wenn wir jetzt alles täuscht, wenn wir 5 Gatter haben, 5 Flipflops. Ah, da war ich noch vergessen. Takt. Das ist mir zu weit drinnen. So, nicht schön aus. So. Okay, siehst. Was soll das Datenleck? Ups. Okay, meine eigene Kreation. 1, 2, 3, 4. Das müsste dann 20, ja? Passt genau. Kann man noch beschriften hier noch. 1, 2, 8, 16. So. Alle löschen. Nehmen wir 1. Warte. 1. Eben zum Multiplizieren mit 2, eben 5 mal schieben. 1, 2, 3. 4. Okay, 4 mal nur, weil sie eben 5 sind. Okay. So, 1 mal 2 ist 2. Oh, passt genau. Löschen. Können wir noch machen. Sieben mal 2 ist 14. Schauen wir. 1, 2, 3, 4. Jo. Passt. 8 plus 4 plus 2, 17. So. Alles löschen, alles auf aus. Man kann natürlich auch noch
ihr noch ein Ungatter ergeben und dann passen und dann noch extra noch enablen müssen. Aber das ist ja schon schön. Hier schon mit einem Oder-Gatter. Das passt schon. So, das war's auch schon wieder. Und dann bis zum nächsten Mal.